Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Woche im Kabeljournal, Ihrem regionalen Fernsehsender. Und an dieser Stelle mal ein ganz großes Lob an unsere Kameraleute, die trotz der großen Hitze am vergangenen Wochenende für Sie unterwegs waren, um für Sie mit der Kamera Nachrichten aus der Region einzufangen. Und so hieß es zum Beispiel kunstoffen am vergangenen Wochenende. Zahlreiche Künstler aus der Region öffneten ihre Ateliers und luden ein zum Verweilen. Bereits zum 10. Mal öffneten sächsische Künstler zu Pfingsten ihre Ateliertüren für die Öffentlichkeit. In der historischen Schauweberei in Braunsdorf hat Simone Mende ihr Atelier. Sie, Cornelia Zabinski und Harald Helmich sind zusammen die Künstlergruppe Salon à Trois. Wir haben uns gefunden über Freundschaft und über das gemeinsame Interesse, die Malerei. Wir denken uns wieder mal irgendein schönes Thema aus, das bearbeiten wir gemeinsam. Aber wir führen uns nicht der Hand dabei. Aber erstaunlich ist, trotz unserer ganz unterschiedlichen Malstile, dass das am Ende wie eine Einheit zusammenpasst. Ja. Obwohl die drei sich in ihrer Bildsprache unterscheiden. Cornelia Zabinski lässt sich von den französischen Impressionisten des 19. Jahrhunderts inspirieren. Nicht figürliche Darstellungen, teilweise mit Einlagen aus Metall oder anderen Materialien, das ist die Handschrift von Simone Mende. Altmeister Harald Helmich beherrscht viele Genres in der bildenden Kunst, egal ob Grafik oder Ölmalerei. Zu Pfingsten war auch ein gemeinsames Projekt der Künstlergruppe zu bewundern. Das sind 60 kleine Einzelbilder, von denen jeder von uns 20 bemalt hat, die sich zusammengestellt zu einem Bild zu ergänzen. Zum Tag des offenen Ateliers bestand auch die Möglichkeit, die vor kurzem eröffnete Galerie am Inselsteig zu besuchen. Wir sind jetzt hier in der Galerie Inselsteig, die vor 3 Wochen ungefähr zum 20-jährigen Bestehen des Museums der historischen Schauweberei eröffnet wurde. Und ja, ich stelle hier zusammen mit meinem Kollegen Thorsten Schurmeister aus. Aus dem Grund sind wir hier die Ersten, weil wir gebürtige Braunsdorfer sind und sozusagen den Reigen der Künstler eröffnen dürfen. Der Künstler Lichtblau aus Niederwiesa hatte ebenfalls seine Werkstatt geöffnet. Kunstinteressierte erhielten Einblicke in sein neuestes Projekt. Unter dem Titel Erinnerungen des Waldes entstehen Holzschnitte nach fotografischen Vorlagen. Die Drucke sollen bei der Kulturraumausstellung Erzgebirge Mittelsachsen gezeigt werden. Und wer vom Künstler wissen will, was seine Bilder ausdrücken, der erhält keine Antwort, sondern eine Frage. Es gibt von mir ein kleines Schriftstück sozusagen, so einen kleinen Text, ne? Der geht in etwa so, immer wenn ich frage, wie spät ist es, dann fragen alle, was will der Künstler uns damit sagen. Ne? Also ich will nichts damit, ich stelle in meinen Bildern nichts, ich sage jetzt mal so, zur Schau, das ist keine Aussage. Ne? Ich treffe ja keine Aussage, sondern ich stelle Fragen mit meinen Bildern. So, und wie erklärt man eine Frage? Antworten gab es dann aber auch noch, zum Beispiel auf die Frage nach dem Beginn seines künstlerischen Schaffens. 1979, da habe ich aus der Bibliothek ein Band mit Grafiken von Edvard Munch in die Hände bekommen. Und das war für mich so eine Initialzündung, wo ich das gesehen habe. Ich sagte, ja, sowas möchte ich auch mal. Ich möchte auch mal Künstler werden. Ich habe damals zwar gesagt, ich möchte ein großer Künstler werden, aber das habe ich inzwischen. Ne? Weil es groß geht nur noch in die Breite. Nächster Halt war dann auf dem Marktplatz in Oederan. Im Rahmen der kreativen Markttage arbeiten hier Künstler an unterschiedlichen Projekten. Zum Tag des offenen Ateliers zeigten Volkskunstschulleiter Rolf Büttner sowie die beiden Holzbildhauer Paul Brockhage und Volker Bayer ihre Arbeiten. Besucher durften beim Entstehen ihrer Werke zuschauen. Diese Figur wird jetzt mit Mörtel gebaut, der ist eingefärbt. Und ich mache jetzt im Prinzip noch ein paar letzte Arbeiten an der Figur, die dann mal in dem Garten stehen soll. Und die wird zur Hälfte eingegraben in die Erde und deswegen muss auf der Rückseite nicht komplett durchgestaltet werden. Ich mache jetzt hier nach oben die Teile, die man dann noch sieht. Und diesen Mörtel kann man sehr gut schichtenweise auftragen und plastisch arbeiten, auch nachbearbeiten dann später noch. Also für mich gerade ein ideales Material. In den plastischen Gestalten lagen auch die Wurzeln des künstlerischen Werdeganges von Rolf Büttner. Ich habe gerne mit so plastischem Material gearbeitet. Ich habe mir zum Beispiel gerne auch mein Spielzeug selber hergestellt.
Aber das Interesse verliert man dann ja mit der Zeit. Ne? Spätestens dann, wenn man eine Freundin hat oder so, hat man andere Interessen. Ja, dann habe ich erstmal noch Malerberuf gelernt, habe dann mehr mich mit Farben und grafischen Gestaltung und sowas beschäftigt. Und zum plastischen Gestalten bin ich eigentlich durch die Volkskunstschule wiedergekommen. Paul Brockhage gestaltete zu den kreativen Markttagen diese überdimensionale Gottesanbeterin. Zu Pfingsten präsentierte er einige seiner Holzarbeiten in Oederan. Dreijähriges Studium Bildhauerei in Liechtenstein in Sachsen. Und arbeite jetzt, sagen wir, so im Sommer oft auf so einem Posten, sowas wie hier jetzt so ähnlich, auch mit Leuten zusammen im In- und Ausland. Betreibe dann zu Hause meine kleine Werkstatt, wo ich dann so Sachen erarbeite, die man jetzt auch hier so sieht. Und dann mache ich auch eine Restaurierung für Kirchen. Da bin ich eben jetzt in 2 Wochen wieder in Sachsen-Anhalt oben, in Haldensleben. Da wird eine kleine Kapelle restauriert und da mache ich die Holzarbeiten, Barockschnitzereien so. Dass nur wenige Künstler von ihrer Kunst leben können, weiß auch Volker Bayer. Es gibt natürlich welche, die verdienen Millionen, aber 80% von den Künstlern, die müssen irgendwie noch was sehen, wie sie über die Runden kommen. Ich mache ein bisschen Restaurierung noch dazu. Also es ist ja naheliegend, wenn man mit Holz arbeitet, dass man jetzt auch mal Möbel restauriert oder mal eine Haustüre oder irgend sowas. So zum Geld verdienen, sagen wir mal so. Unter der Regie von Volker Bayer entstand zum Oederaner Kunstprojekt diese Alpaka-Gruppe aus Bronze. Denn für den studierten Holzbildhauer ist Holz nicht das einzige Material, mit dem er gerne arbeitet. Ich habe mich nicht so festgelegt auf Holz. Malerei ist die zweite Sache. Also das ist manchmal unterschiedlich. Manchmal mache ich ein halbes Jahr nur Bilder oder nur mit plastischen Sachen oder ist sehr unterschiedlich. Unterschiedlich wie die sächsische Kunstszene, von der man sich zu Pfingsten ein eigenes Bild machen konnte. Sanitätshaus Desinfecta Wutzke, der Partner für Kliniken, Alten- und Pflegeheime sowie in der Pflege zu Hause. Wir bieten eine große Auswahl an Reha-Mitteln. Dazu gehören die unterschiedlichsten Gehhilfen oder Rollstühle. Die können Sie bei uns bestellen. Wir liefern für den häuslichen Bereich und ebenfalls im Pflegeheimbereich. Unser Team verstärkt der Orthopädie-Mechanikermeister Christian Lange. Wir sind in der Lage, die Reha-Mittel an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen und gegebenenfalls Reparaturen durchzuführen. Zu unserem Leistungsspektrum gehören ebenso Inkontinenzprodukte, Stoma- und Wundversorgung sowie Pflege- und Desinfektionsmittel. Bei uns erhalten Sie Standard-Kompressionsstrümpfe auch weiterhin ohne Eigenanteil. Wir sind anerkannter Partner der Krankenkassen und nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Dadurch garantieren wir unseren Patienten einwandfreien Service und kompetente Beratung durch unser Fachpersonal. Sanitätshaus Desinfecta Wutzke, der zuverlässige Partner für Ihre Gesundheit. Liebe Zuschauer, mehr Nachrichten aus der Region und was noch so alles los war am vergangenen Wochenende, das erfahren Sie jetzt in unseren Wochensplittern. Im September 2011 gab der ADAC Sachsen bekannt, dass aufgrund finanzieller Erwägungen 2012 auf dem Sachsenring die Motorrad-Weltmeisterschaft nicht stattfinden wird. Dagegen protestierten Motorsportfans nicht nur aus der Region. Erfolgreich. Letztendlich unterzeichneten der ADAC in München und der Promoter der WM Dona Sports einen Vertrag, der den Verbleib der Rennveranstaltung bis 2016 zum Inhalt hatte. Jedoch mit der Auflage, dass Umbauarbeiten durchgeführt werden. Wir werden diese Vorbereitung mit unterstützen als Freistaat Sachsen, nicht nur durch gute Worte, sondern auch mit Geld. Wir haben zugesagt, dass wir 1,5 Millionen, die notwendig sind für die Umbauten, damit dieser Grand Prix durchgeführt werden kann,
Die werden wir bereitstellen. So dass die kommunale Sachsenring Rennstreckenmanagement GmbH einen Kredit aufnahm, um mit dem Bau beginnen zu können. Allerdings hatte der Lausitzring Beschwerde bei der EU-Kommission eingelegt, wegen unerlaubten Wettbewerbsvorteil, weshalb die Fördermittel nicht ausgezahlt werden konnten. Anfang Mai wurde die Beschwerde zurückgezogen. Wie die Freie Presse mitteilte, bestätigte Sachsens Wirtschaftsminister Sven Morlock, dass die EU-Kommission nun entschied, dass der Freistaat Sachsen den Umbau mit 1,5 Millionen Euro fördern darf. Der Start in das Pfingstwochenende war am Abenteuerspielplatz in Woldenburg ein recht ungewöhnlicher. Viele erwachsene Menschen hatten sich am 6. Juni eingefunden, um gemeinsam mit den Nutzern die Erweiterung des Spielplatzes einzuweihen. Die Erweiterung ist eine Initiative der Mitglieder des Lions Clubs Limbach-Oberfrohna. Wir haben begonnen, den Platz auszustatten mit den Unterständen, wie sie hier stehen, und haben jetzt über Activities des Clubs Gelder eingesammelt, insbesondere bei dem Benefizkonzert, das wir vergangenes Jahr in der Feuerwache abgehalten haben mit dem Studio WM. Und das Geld aus dieser Veranstaltung, das waren bei dem Benefizkonzert 5.200 Euro, das Geld ist hier reingeflossen. Wir haben hier gepflanzt 2 Lindenbäume, 15 Sträucher, 5 Balancebalken, dann eine erzgebirgische Schutzhütte und 4 Gartenbänke. Damit machen wir hier eigentlich weiter an dem Platz und ich denke, dass wir die kommenden Jahre auch sukzessive, so wie wir Veranstaltungen im Club durchführen, Gelder aus Spenden, Gelder aus den Veranstaltungen generieren können, versuchen wir hier wirklich weiterzumachen. Die Kinder der Kindertagesstätte Kinderland Muldental bedankten sich mit einem kleinen Musikprogramm. Meine Mama muss die Kühe morgens melken. Unser Leben auf dem Bauernhof macht Spaß. Auch Limbach-Oberfrohnas Oberbürgermeister Dr. Hans-Christian Rickauer bedankte sich bei den Initiatoren der Spielplatzerweiterung. Und ich finde es für ein ganz tolles bürgerschaftliches Engagement, dass der Lions Club, dass das Lions Hilfswerk sich gerade hier für diesen Platz in Wolkenburg so engagiert haben in den letzten Jahren, dass sie Activities veranstalten, die einmal Freude machen, aber auch dazu beitragen, wirklich etwas Schönes und Ansprechendes in der Stadt zu gestalten. Nächste Projekte sind bereits geplant. Deswegen findet am 5. Juli auf Schloss Woldenburg das Sommerfest des Lions Clubs statt. Es sind noch Karten zur Verfügung und der Erlös des Sommerfestes wird einzig und allein zur Erweiterung des Spielplatzes eingesetzt werden. Also wenn Bedarf ist, gerne beim Herrn Kranz oder beim Andreas Quellmels melden. Die Kinder nahmen die neuen Spielgeräte sofort in Beschlag. Doch auch die schon vorhandenen Geräte blieben nach der feierlichen Einweihung der Spielplatzerweiterungen nicht ungenutzt. Mitglieder vom Halt e.V. luden indes zum Kinderschminken ein. Für die Mitglieder des Lions Clubs war die Einweihung zugleich ein kleines Grillfest. Der Erlös vom Verkauf der Speisen und Getränke kommt ebenfalls weiteren Spielplatzerweiterungen zugute. Krach am Bach, das ist die wahrscheinlich größte Jugendfete im Landkreis Mittelsachsen. Schon seit vielen Jahren steigt die Sause immer am Pfingstsonntag auf dem Gelände des Jugendclubs in Bertelsdorf. Bei subtropischen Temperaturen sind diesmal 3.300 Feierwütige in den Hainichener Ortsteil gekommen. 2 Shuttlebusse waren im Einsatz, um die Partygäste an den Veranstaltungsort zu bringen. 2 Bands und 3 DJs heizten dort den jungen Leuten ein. Auf der Livebühne sorgten die Krabbits mit Musik aus den letzten 3 Jahrzehnten für Stimmung. Mit Pop aka war eine 2. Coverband am Start. Die Krach am Bach-Fete stand in diesem Jahr unter dem Motto Zirkus. Passend dazu der Auftritt eines Leipziger Tanzakrobatik-Duos. Okay.
Nachdem am späten Abend die Temperaturen etwas erträglicher wurden, füllten sich auch die Partyzelte. Bei DJ Matsch wurde ausgiebig getanzt und gefeiert. Im großen Zelt brachte DJ Dirk Duske die Meute zum Kochen und die Feierlaune auf den Höhepunkt. Den Bertelsdorfer Jugendclub-Mitgliedern ist es abermals gelungen, eine Party der Superlative zu organisieren. Doch nach der Fete ist vor der Fete. Aufgrund des großen Zuspruchs wird überlegt, im nächsten Jahr 3 Shuttlebusse einzusetzen. Man darf sich also schon jetzt auf Pfingsten 2015 freuen, denn dann gibt's wieder Krach am Bach. Der einzigste Nebel, der am Pfingstwochenende im Wolkenburger Muldental aufstieg, war der von den Bikern produzierte, mit dem Showtrackster Marke Eigenbau. Das habe ich nicht alleine gebaut, das haben wir alle gebaut, circa 3 Wochen. Hinter alle verbirgt sich der Motorradclub Delirium Germanicum aus Limbach-Oberfrohna, der vom 6. bis 9. Juni zum Biker- und Rock-Pfingst-Weekend einlud. Den rockigen Nächten folgten heiße Tage, die sich die Biker so angenehm wie möglich machten. Manche erholten sich von den Nachtstrapazen. Gestern ging es gut. Das habt ihr mit meinem Kumpel gemacht. Euer Bier war schlecht. Letzterenfalls. Andere waren mit dem Bike in der Region unterwegs. Bei den über 30 Grad Celsius wurden vor allem die schattigen Plätze gesucht. Wenn es auch dort nicht mehr auszuhalten war, blieb nur das kühle Nass. Ja, da hinten im Pool, ist viel interessanter. Seit über 20 Jahren treffen sich die Biker zu Pfingsten im Wolkenburger Muldental. Und viele kommen immer wieder, denn es gefällt ihnen. Super, sonst wären wir nicht hier jedes Jahr. Schon ein paar Mal. Nicht mitgezählt. Wenn ich richtig überlege, das war das erste Mal mit 12. Jetzt bin ich 38. Rechnen kannst du ja selber. Noch schon mal? Was ist das? Biker-Treffen. Sehr schön, ein bisschen warm, aber ansonsten ganz gut. Ich finde es total scheiße. Das Wasser etwas seicht. Es ist viel zu heiß. Glück für die, die an dem Wochenende keinen Küchendienst hatten. Die Biker-Freunde aus dem südlichen Europa, mediterranes Klima gewohnt, waren die absoluten Kochprofis. Auf ihrem Speiseplan stand Sau am Spieß. Eine Woche vor Start der Fußball-Weltmeisterschaft herrschte auf dem Wolkenburger Sportplatz bereits Fußballfieber. Das ist das Pfingstturnier, was seit über 20 Jahren in Wolkenburg stattfindet. Und heute das erste Turnier ist wieder nach einer Flut 2013, wo wir seit diesem Jahr erst wieder auf diesem Platz Fußball spielen. Und wie man sieht, haben wir die Anlage wieder in sehr, sehr gutem Zustand und können wieder hier spielen. Der Fußballverein Wolkenburg hatte an dem Pfingstwochenende Turniere für die verschiedenen Altersklassen ausgerichtet. Begrüßt wurden unter anderem Vereine aus Knanstein und mit weiter. Die G-Jugend jetzt im Spiel vom Mühlauer FV gegen FV Wolkenburg. Der Wolkenburger Verein, der fast 100 Mitglieder zählt, nutzt das Pfingstturnier, um alte Vereinsfreundschaften zu pflegen. Dein Dorf 2011, vor 3 Jahren. Das lange Fußballwochenende bietet außerdem dem Verein die Möglichkeit, um vor allem Nachwuchs zu werben. Der alte Wolkenburger Fußballplatz könnte bald Geschichte sein. Geplagt von den Muldenhochwassern der vergangenen Jahre, war man auf der Suche nach einer Lösung des Problems. Deshalb hat der Stadtrat am Montag einen Beschluss gefasst, der, wie ich glaube, über die Mulde führt ins alte Maledex-Gelände. Das ist gleich da drüben, über der Mulde, wo wir einen neuen Standort bekommen. Und die Realisierung könnte sich ist zeitnah. Bis dahin wird der alte Platz noch bespielt. Gefahr, dass die Mulde den Rasen unter Wasser setzt, herrschte an dem Pfingstwochenende nicht. Bei dem heißen, trockenen Wetter war allerdings jeder kühle Tropfen willkommen. Yeah!
Beim Turnier der G-Jugend kämpften beide Mannschaften hart um den Sieg. Nach 3x10 Minuten stand der Gewinner fest. Der Fußballverein Wolkenburg musste sich den Gästen aus Mühlau 4:6 geschlagen geben. Liebe Zuschauer, Hunde gehören bei diesen Temperaturen wirklich nicht ins Auto. Und wer sich dennoch für einen Zwei- oder Vierbeiner interessiert, dem stelle ich jetzt wieder einige Bewohner aus dem Tierheim in Röhrsdorf vor, in einer neuen Ausgabe unserer Reihe Körbchen gesucht. Liebe Zuschauer, wir sind wieder zu Gast im Tierheim in Röhrsdorf und die Marika stellt uns heute erstmal zwei Wellensittiche vor. Genau, das sind Fallballer und Gaston, sind abgegeben worden, weil die Besitzerin leider keine Zeit mehr für die Vöglein hat. Gaston ist der blaue Mann sozusagen, ist jetzt schon 5 Jahre alt, Fallballer ist das gelbe Mädchen. Würden wir natürlich gerne zusammen vermitteln oder halt in einen großen Vogelschwarm rein, dann auch einzeln. Muss man irgendwas beachten bei Wellensittichen? Habt ihr da irgendwelche Tipps noch? Man sollte sie halt nicht alleine halten. Also wenn man sich für einen interessiert, am besten das Pärchen, so wie es ist, gleich mitnehmen. Ja, und dann müsste man halt schauen, die sind viel Freiflug gewöhnt bei der Vorbesitzerin, sodass ich da nicht denke, dass sie jetzt viel anknabbern werden, weil sie da den ganzen Tag eigentlich in der Wohnung geflogen sind. Wenn sie nicht frei fliegen dürfen, natürlich einen entsprechend großen Käfig anschaffen. Wellensittiche sind nämlich Schwarmtiere, aber wir können es leider jetzt nicht vorführen, dass sie so wunderschön fliegen, weil dann fliegen sie einfach weg hier. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Stubentigern. Marika, du hast uns heute zwei richtig schöne Exemplare von den Miezekatzen ausgesucht. Und das ist auch eine ganz besondere, oder? Ja, also sie hat eine sehr schöne Zeichnung, unsere Charisma. Eine kleine Glückskatze. Sind beides Fundtiere, die wir hier haben. Charisma ist ungefähr 3 bis 4 Jahre alt, die Iska ist schon älter, die ist schon ungefähr 8. Ja, was die erlebt haben, können wir leider nicht sagen. Iska hat halt so ein kleines verkümmertes Ohr, ob das nur angeboren ist oder ob sie da mal eine Verletzung hatte, können wir wie gesagt nicht sagen. Ansonsten sind beide sehr liebe, verschmuste Katzen, gehen gerne raus und liegen in der Sonne. Also Freigänger auf jeden Fall. Wäre schön, wenn sie Freigang hätten, sind aber auch sehr menschenbezogen, also es sollte schon ein Besitzer sein, der sich auch mit den Katzen beschäftigen will und dann die Katzen nicht nur nebenher laufen. Wie ist das? Kann ich die alleine halten oder muss ich zwei haben? Vertragen die sich quasi mit anderen Katzen? Die sind hier in einer Gruppe drin, wo insgesamt 4 im Zimmer sind. Also sie vertragen sich gut mit anderen, denke ich, gehen aber auch als Einzelkatze, wenn man ihnen genügend Aufmerksamkeit schenkt. Also liebe Zuschauer, wenn Sie einen schönen Stubentiger haben möchten, dann schauen Sie einfach vorbei hier im Tierheim in Röhrsdorf. Und das ist noch nicht alles, ihr habt auch noch kleine Miezen. Genau, wir haben noch 3 Würfe, insgesamt also 15 Babymiezen hinten in der Quarantäne, die dann in 2 Wochen besichtigt werden können sozusagen. Und bei uns geht es jetzt weiter mit Hunden. Los geht's mit der ersten Fellnase. Marika, das ist ein Fundhund. Das ist eine Fundhündin, genau aus der Gemeinde Erlau. Ist schon ein bisschen älter, also wir schätzen so 10 Jahre, vielleicht auch schon ein bisschen mehr. Wir hoffen, dass wir jetzt eventuell die Besitzer finden über die Sendung. Ist so eine ganz, ganz liebe. Ja, ist sehr verschmust, sehr anhänglich mit anderen Hunden. Momentan sitzt sie halt noch alleine, aber so, wenn man mit ihr an anderen vorbeigeht, scheint sie kein Problem zu haben. Auch Kinder, denke ich, sind da nicht so das Problem, was halt natürlich für alle Hundebesitzer gilt. Wäre schön, wenn jetzt gerade vor den Ferien die Hunde nicht ausgesetzt wären. Man hat ja vielfältige Möglichkeiten, Pensionen, genau. Und wir haben halt auch eine hier direkt mit im Haus, das Wuffi-Hotel, wo wir die Urlaubsgäste dann halt für die 1-2 Wochen Urlaub im Jahr beherbergen können und danach können sie wieder in ihrer Familie und müssen nicht den Trennungsschmerz erleiden. Genau, man muss keinen Hund oder auch keine Katze aussetzen. Ihr bietet das hier direkt mit an. Und wenn Sie sich heute entscheiden für das eine oder andere Tier, dann können Sie trotzdem in Urlaub fahren. Es ist alles entspannt. Man kann das dann bei euch hier richtig gut abgeben und braucht sich keine Gedanken machen. Marika, in unserer letzten Sendung hatten wir die jungen Wilden. Heute wird es eher schüchtern und ruhig. Heute wird es eher ein bisschen schüchtern. Das ist die Akina, die ist jetzt 4 Jahre alt. Ist so eine ganz, ganz liebe Hündin, sie kennt aber nichts. Wir haben sie zusammen mit ihrer Schwester aus der Slowakei, aus unserem Partnertierheim geholt. Dort war sie das ganze Leben lang schon im Tierheim, also sie kennt wirklich nichts.
lebt jetzt in einer großen Hundegruppe zusammen, fühlt sich da auch relativ sicher, aber sobald man sie halt einzeln hat, ist alles schrecklich, ist alles schlimm. Sei es ein Geräusch, was da raschelt oder Leute, die sie nicht kennen, da ist sofort Schwanz eingezogen und abgeduckt. Braucht halt wirklich ihre Zeit, bis sie einem Menschen vertrauen kann, sodass es auch schön wäre, wenn sie ein Haus mit Garten vermittelt werden würde, weil es halt wirklich schwierig wird, am Anfang mit ihr draußen Gassi zu gehen. Dass sie sich in Ruhe im Garten erstmal entspannen kann, die Bindung zum Menschen aufbauen kann. Ich denke, dann wird sie ein ganz super Hund werden. Also sie macht sich ja jetzt hier schon ganz gut, ist natürlich sehr schüchtern. Also ist kein Hund, den sie sich jetzt holen, zack, und dann funktioniert das. Da braucht man viel Geduld, vielleicht auch eine Hundeschule. Später dann mal, aber erstmal Vertrauen aufbauen. Funktioniert übrigens wunderbar mit Leckerli. Ja, bestechlich ist es schön. Kinder wären natürlich jetzt nicht so wünschenswert, vermute ich. Eher ältere, einfach, dass es für einen Hund ruhiger ist, als wenn da kleine Kinder rumwuseln. Mit Katzen, Kleintiere hat sie jetzt auch keine Erfahrung. Hier an den Katzen geht sie relativ ignorant vorbei und macht da bisher nichts, aber es ist natürlich keine Garantie. Kommt auch auf die Katze drauf an. Also meine sind zum Beispiel sehr dominant, da hätte sie eh keine Chance. Also liebe Zuschauer, wenn Sie sich für die Akina entscheiden, dann brauchen Sie viel Geduld. Wuselig geht es jetzt bei uns weiter, aber es ist kein junger Hund. Das Bike ist schon ein älteres Modell, was man ihm weder anmerkt noch ansieht. Genau, das Bike ist schon 10 Jahre alt. Schäferhund-Mischling ist bei uns abgegeben worden, weil der Besitzer ihn aus wohnungstechnischen Gründen nicht mehr halten konnte. Kam aus einer reinen Zwingerhaltung, also er kennt eigentlich so das Zusammenleben in der Familie nicht. Deswegen wünschen wir uns natürlich gerade für so einen älteren Herrn ein schönes Zuhause, wo er in die Familie integriert ist und seine letzten Jahre noch verbringen darf. Er ist ein sehr aktiver Hund, mit dem er arbeiten muss, den man vor allen Dingen geistig auslasten muss, dass er zur Ruhe kommt, sonst wird man nicht glücklich mit ihm, weil er wirklich sehr, sehr hyperaktiv ist und immer in Bewegung ist. Bällchen spielt er sehr gerne, Stückchen holt er. Also eigentlich macht er aus allem was, was er draußen finden kann. Also liebe Zuschauer, nur weil er 10 Jahre alt ist, heißt das nicht, dass es ein Couch-Potato ist. Ganz im Gegenteil. Genau, es ist wirklich ein Hund, der zu sportlichen Leuten sollte. Natürlich auch nicht überanstrengen, weil entsprechend des Alters hat er irgendwann seine Belastungsgrenze erreicht, aber man muss trotzdem halt noch viel mit ihm machen. Und er ist ein sehr freundlicher Hund, kann man so sagen, ne? Weiter geht's, unschwer zu erkennen, mit Lassie, oder? Das ist der Flash, ist also ein Rüde. 3,5 Jahre alt, ist bei uns abgegeben worden aufgrund der Krankheit der Besitzerin. Ja, ist so ein ganz freundlicher, umgänglicher Hund, mag andere Hunde. Ist halt nur ein bisschen verwahrlost, sage ich mal, angekommen. Also das Fell war komplett verfilzt. Der ist sehr, sehr dünn, sodass wir ihn jetzt erstmal aufpäppeln müssen und schauen, dass wir wieder einen richtigen, normalen Hund aus ihm machen. Er ist eigentlich sehr entspannt, was andere Hunde angeht. Zu Katzen und Kindern können wir noch nicht viel sagen. Also bei den Vorbesitzern war da nichts vorhanden, sodass wir uns da erstmal rantasten müssen. Und wie alt ist der Flash? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. Und was für ein Zuhause wünscht er sich denn? Ja, also aktive Leute, die was mit ihm unternehmen, dass ihm nicht langweilig ist, geistig auslasten. Jung, alt, wenn sie Hundeerfahrung haben, denke ich, ist nicht das Thema. Ja, Haus mit Garten wäre schön. Aber es geht natürlich auch ohne Garten. Aber ein Haus muss natürlich da sein. Also ein schönes Körbchen, liebe Zuschauer. Und vielleicht steht das ja genau bei Ihnen. Und denken Sie dran, Sie müssen Ihre Tiere nicht aussetzen. Hier gibt es das Wuffi-Hotel. Genau. Einen Tiertrainer, also ihr habt hier quasi das Rundum-Sorglos-Paket, was ihr hier anbietet, oder? Genau, also ist alles vom Hotel, Friseur, Hundetrainer, alles im Hause. Liebe Zuschauer, vielleicht hat Ihnen ja eines der vorgestellten Tiere gefallen, dann schauen Sie hier vorbei im Tierheim in Röhrsdorf. Ich sag schon mal Tschüss und freue mich aufs nächste Mal. Und dir, Flash, wünsche ich alles Gute und ein schönes Körbchen. Das war's schon wieder für diese Woche. Schalten Sie auch nächste Woche wieder rein ins Kabeljournal. Ich würde mich freuen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Machen Sie es gut.